Ja, und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute schauen wir mal, was wir machen. Wir sind das letzte Mal nach Albuquerque gefahren. Und von da aus gibt's jetzt was Spannendes. Mal schauen. Eine Fräsmaschine nach Roswell. Über zwei Städte, Scoro und Roswell. Und von Cayentina gibt's, ja, da gibt's eine. Oder wir könnten einen Schwertransporter fahren. Ja, nee. Von Las Vegas aus. Oder nach Phoenix. Ich würde glaube mal hier diese Fräsmaschine nehmen von Albuquerque nach Roswell. Alright. Den Sitz habe ich schon eingestellt und nun schauen wir noch kurz an, was wir hier transportieren. Boah, schon mal ein bisschen was Größeres. Ein RGN-Trailer mit zwei. Der eins ist glaube ich ein Booster und das andere ist keine Ahnung, wie das heißt. Aber auf jeden Fall schon mal ziemlich lang. Und wir haben hier 207 Meilen vor uns. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und schauen, wo uns die Reise hinführt. Wir müssen jetzt schon mal rechts rum. Hier sind wir, glaube ich, auch schon mal rausgefahren, wenn ich da richtig bin. Und das haben wir jetzt ein Oversize so gesehen. Dann wird das Ganze schon mal ein bisschen schwieriger. Turn left. Okay, der lässt uns. Sehr nett, danke. Immer noch so unglaublich empfindlich das Ding. Okay, links ist kommt nichts, aber rechts kommt was und wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Platz, um hier gut rauszukommen. Hier gut Platz gelassen, sehr gut. Dann da vorne einmal links abbiegen und dann geht's gleich auf die Interstate oder auf den Highway oder Freeway.
Da muss ich eben noch eigentlich schauen, was genau die Unterschiede sind, weil ich habe da keine Ahnung irgendwie, also... Turn left. Wann... Was... ist... Keep right, and then turn right. Turn right. Mega langes Teil. Es ist dann gleich spannend, wenn wir hier rechts abbiegen. Wir können auf jeden Fall die zweite Spur hier gebrauchen. Was sonst wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig wird. Schließen, aber irgendwie geht das gerade nicht mit der Tastatur, die ich da eigentlich eingeschaltet habe. Mal bloß die falsche Taste. Ja, eigentlich habe ich nun alles auf das Numpad gelegt. Also was Fenster und auch die Federberg angeht. Aber wenn ich damit mit der Flycam rumfliegt, dann stelle ich ja die ganze Zeit Sachen um, deshalb muss ich da ein bisschen was ändern. Und jetzt muss ich mich da kurz mal ein bisschen reinfinden, wo ich welche Tasse angepingt habe. Hier 75 fahren, dann machen wir das auch mal. Okay, fast 100.000 Pounds haben wir hier hinten drauf. Und ein Truck wahrscheinlich und Trailer wahrscheinlich mehr als 100.000. Also sprich, der Bremsweg könnte da ein bisschen länger sein. Da müssen wir schon ein bisschen mehr aufpassen. Und auch anders fahren in die Kurven und so weiter. Sind wir schon in Socorro, ein Land in der Verzauberung. iPhone 14, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Bin mal gespannt, wie es dann sein wird beim Einparken. Ob wir da viel Platz haben oder nicht. Soviel ich noch weiß, muss man ja diese RGN-Trailer und auch Schwertransporte nicht rückwärts oder speziell in eine enge Lücke parken. Aber trotzdem könnte es vielleicht dann spannend werden, wenn wir da sind. Mal schauen. Und hoffentlich kommt uns da keine Autobahnsperrung in die Quere. Sonst müssen wir wieder ein bisschen einen Umweg fahren. Sorry, ich habe ein bisschen erschrocken wegen dem Auto hier. Ja, moin! Exit right. Alter. Zuerst bin ich mega erschrocken, weil ich dachte, der wird sonst gleich mega nach links ziehen. Und dann macht es trotzdem. Wow. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet.
Aber nein. Einfach ohne Angst und Verluste in den Trailer ziehen. Da weiß ich wieder so viel Stärke. Aber gut. Schon jetzt wieder ein bisschen über die Landstraße und durch die na, Wüstenlandschaft kann man schon noch sagen. New Mexico hat ja auch viel Wüste. Western Star gefällt mir auch sehr schön, sehr gut eigentlich. Der hat so eine markante Front hier mit dieser Riesenschnauze. Schon Riesenungetüm. Wir haben zwar den ganzen Verkehr da hinten auf, aber es geht's leider nicht. Ich muss noch ein gutes Foto finden, gleich zu. Mal schauen, wie lange es noch geht. Meilen. Wir müssen die Maschine nach Kiewit bringen, also zu der Firma Kiewit. Ich glaube, wenn ich richtig bin, kann das manchmal auch eine Baustelle an der Straße sein. Wie wir ja schon letztes Mal den Kieslaster, glaube ich, abgeholt haben. Bei einer Baustelle. Dann mal schauen, ob das mitten in der Stadt ist oder woanders. Wir sind ein bisschen zu schnell. Okay, klar, bei 55. Der stärkste Motor, wie es aussieht. Er ist schon ziemlich viel an Geschwindigkeit verlieren bei diesem langwierigen Berg hier. Alright, da kommt eine Baustelle. Im Moment. Ah, shit. Leider nicht mehr grün ist. Fast hätten wir es gehabt. Ah, eine kleine Schlange ist hinter uns, aber sonst nicht viel. Vorne kommt einfach gar nichts. Aber trotzdem müssen wir anhalten. Aber wäre jetzt ein Human Traffic Light viel besser. In Amerika gibt es diese Leute, die da so ein Stoppschild oder Slow, so ein Schild halten, das Stopp oder Slow steht. Das eigentlich ein Human Traffic Light ist. Kann ich zwar auch verstehen, wenn es hier mitten in der Wüste so etwas nicht gibt. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu heavy.
Junge, what are you doing? Ist eigentlich nicht so weit vorne. What the hell? Ich habe keine Ahnung, was der jetzt für ein Problem hat. Ich stand hinter der Linie. Und die Autos hinter uns sind ja ziemlich nah. Kann man schlecht zurücksetzen. Naja, wenn es dann grün ist, fahre ich einfach rechts daneben vorbei, weil das geht ja mal gar nicht, dass der hier einfach stehen bleibt. Und die ganze Baustelle verstopft. Hier hat so viel Platz vor mir. Sorry, aber geht nicht anders. Ja, jetzt fährt er, natürlich, ist klar. Dabei steht der andere genau gleich wie ich. Naja. Keine Ahnung, was da los war. Theoretisch müssten wir tanken, aber hier rechts wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn dann eher hier links. Go straight. Kann ein Four-Way-Stop sein. Jawohl. Nimm die hier. Recomputing. Ja, das war eine schlechte Entscheidung. Den einfach mitten auf der Straße hinten. Müssen doch zur anderen. Sonst stehen wir hier im halben Trailer mitten auf der Straße. Turn left. Okay, ist da wahrscheinlich auch nicht anders oder viel anders. Kommt da jemand? Ich sehe nichts. Oh wow, hier dürfen wir gar nicht tanken. Sehr schön. Go straight. Wir müssen so in die Tanke reinfahren. Aber jetzt könnte es spannend werden, weil hier der Bus steht. Finding new route. Aber das sollte gehen.
Turn right. So sieht das doch schon ein bisschen anders aus. Einmal tanken bitte. Oh, schön, da kommt ein Zug. So, da habe ich mal kurz ein Foto gemacht. Sah gerade schön aus dem Zug da hinten. Dann kann es weitergehen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da Tankstellen nicht mitnehmen. Spritschlucken nutzt eine Tankstelle. Dann geht es hier gleich links weiter für uns. Gut, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Okay, das drei. Ah, da ist ein Schild. Das könnte knapp werden da hinten. Mit dem Dolly hinten dran. Okay, das hat geklappt. War knapp, aber hat geklappt. Sehr gut. Dann sind es noch 80 Meilen vor uns. War jetzt was mit dem Tanken hier? Mit einem Oversize-Tanken ein bisschen schwierig, je nachdem. Aber ich glaube, in Europa ist das noch schwieriger als in Amerika. Weil die Straßen und alles andere wirklich viel kleiner gebaut ist. Klar, ich hätte meinen Trailer auch irgendwo abstellen können, aber es wäre noch aufwendiger gewesen. Dann fahre ich halt lieber 10-mal um den Block, um die Tankstelle dann zu erreichen, wenn der es geht. Auch wenn ich da ein bisschen Chaos gemacht habe. Typisch amerikanische Scheune mit den roten Brettern. Sehr schön. Den Weg jetzt hätte irgendwie fahren können,
Wer weiß. In einem Oversize versuche ich das lieber nicht. Get ready to turn left. Aber hier können wir kurz einen Stopp machen. Weil das doch schon ein bisschen spannend hier aussieht. Never mind. I'll find a new route. Go straight. Es gibt irgendwie so einen Aussichtspunkt. Get ready to turn left. Turn left. Historic Monument of Lincoln. Ist jetzt irgendwie nichts Spezielles, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte man die Straße schon fahren können hier links. Ah ne, da steht ein Tor. Okay, ne, ging nicht. Aber trotzdem eine schöne Gegend hier. Mit diesem kleinen Fluss, der da durchfließt. Aber hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Stehen bleiben. Okay, oder rechts abbiegen. Das geht auch. Okay, hier ist jetzt eigentlich dieses Monument. Das ist eigentlich bloß einfach eine Tafel hier. Get ready to turn. Also nichts Spezielles. Naja. Hat sich jetzt ehrlich gesagt turn nicht gelohnt. And then turn right. Get ready to turn left. Wie das sah gut aus. Jetzt kann es spannend werden. Natürlich sehe ich rechts wieder mal nichts. Es kommen ein paar Trucks. Und man hat da keine Spur, um sich gut einzufädeln. Ah, shit. Ich sehe gar nichts. Der Truck hat angehalten. Oh shit. Naja. Okay. Lief halbwegs, okay. Theoretisch war das jetzt gar nicht die schöne, feine Art. Aber anders ist es fast ein bisschen schwierig, da zu warten, bis. Ach nee. Bis. Bis wieder fahren können.
30 Meilen, dann sind wir da. Ging jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Es ist noch viel Verkehr hier um die Zeit. Schon das Ziel auf dem Navigator. Da sind wir auch gleich schon da. Sieht so aus, als ob es gleich regnen würde. Vielleicht. Weil es ziemlich bewölkt wird. Und der nächste Auftrag ist dann wahrscheinlich wieder in der Nacht, wie es aussieht. Gleich ist auch schon 8 Uhr abends. Erster Aufenthalt in Roswell. Go straight. Okay. Noch mal hier. Die ganze Straße bitte. Wir müssen hier rechts rein. Keep right and then turn right. Turn right. Ernsthaft. It's all over now. Gut aus. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie hier nach rechts bringen. Und aus der Kiste. Okay. Ist, glaube ich, doch ein bisschen schwieriger, diese Parking-Job hier.
Oh, könnte lustig werden gleich. Könnte gleich lustig werden. Noch ein bisschen mehr nach rechts, aber nicht allzu viel. Und dann kommt auch noch gleich dieser Bulldozer hier vorne. Dann ein bisschen raus sticht. Ah, vielleicht sind sie ja zufrieden damit. Mal schauen. Na gut, ich glaube, besser geht's gar nicht unbedingt. Wir geben das Ganze hier so ab. Ich dachte, dies sollte schwer sein. Zwei von 9. Und Level 4 Neuling. Sehr schön. Dann nehmen wir mal die nächste Hazmat-Ausbildung. Klasse 2 Gase. Klasse 2.1 entflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff. Klasse 2.2 nicht entflammbare Gase, zum Beispiel kryogenische, tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon. Klasse 2.3. Giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können. Beispiele sind Fluor, Chlor und Blausäure. Nehmen wir. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Auftrag. Tschüss.